Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's der gute Pamu und wir schauen uns heute den Lizard Opala SS Coupé an. Ja, das ist dieses gute, schöne Fahrzeug hier. Ja, wie man sieht, sieht das so schon recht gut aus. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal kurz in unserem Kaufmenü einmal an. In der Rubrik bei den Fahrzeugen unter der Kategorie Autos. Da finden wir den Opala SS Coupé für 29.750. Den können wir uns dann so dementsprechend etwas konfigurieren. Wir hätten hier die 2,5 Liter 4 Kubik Maschine. Als, ja, einmal als 228er mit 80 PS. Den 4 Kubik 3E mit 90 PS. Dann den Solex mit 112 PS. Man sieht dann auch, das geht hoch bis auf 121, 141 PS, 171 PS, 205 können wir sogar auch machen. Also von 80 bis 205 PS können wir hier jetzt die Motorisierung verstellen. Wir können sogar auch eine Scheibentönung machen. Getönte Scheiben, hellschwarz, dunkelschwarz oder ohne Scheibentönung. Wir hätten eine diverse Farbwahlmöglichkeiten für die Felgen. Also man sieht dann wird sich der Sternkranz verändern. Wir können sogar auch hier die Hauptfarbe einmal verändern. Das wäre hier unten die. Die Designfarbe können wir natürlich auch verändern, sprich das Top. Und separat auch nochmal die Bettfarbe von den Felgen. Da hätten wir auch eine diverse Farbwahlmöglichkeiten, die wir dann machen können. Ja, Reifenvariante können wir jetzt nicht verändern. Also man sieht schon, wir können nur eben halt an Motorisierung verändern. Die Scheibentönung könnten wir machen und eben halt eine farbliche Veränderung. Sonst können wir hier dran nichts verändern, außer dann eben halt dann noch unser Kennzeichen. Ja, dann haben wir dann hier das gute Stück einmal hier stehen. Ja, sieht wirklich so aus wie so ein schöner dicker Ami-Schlippen, aber wir setzen uns auch mal kurz einmal rein, um dann herauszufinden. Doch, also man hört schon, dass er auch so ein bisschen am Blubbern ist. So, wir schauen das Ganze auch mal kurz an. Lichteinheiten, ja, Blinker funktioniert. Licht vorne funktioniert auch. Und jetzt gucken wir mal nach hinten. Ja, Bremsen geht auch. Licht geht auch an. Blinker. Ja, das funktioniert auch schon mal alles. So, was natürlich auch noch mit dabei schön ist, ist, wir können uns das Ganze einmal irgendwo hinstellen und wir machen einmal die Tür auf. Steigen ganz normal aus. Ja, Autochen, schön. So, was aber jetzt nicht gemacht werden kann, ist, dass wir jetzt sagen können, wir können jetzt hier so von außen die Tür jetzt wieder zumachen. Da müssen wir uns erstmal wieder einsteigen und sagen, Tür wieder schließen. Dasselbe Spielchen können wir auch machen mit der Beifahrertür. Können wir aufmachen und auch wieder schließen. So. Ja, klassische Hupe mit dabei. Und das Fahrzeug ist eben halt manuell Schaltung, sprich wir müssen das dann selber einmal hochschalten. Damit wir auch hier ein bisschen in Fahrt kommen. Ja, und das so jetzt von den ersten Versuchen jetzt her, hält er sich doch recht stabil, muss man sagen. Lässt sich soweit schön fahren. Ja. Sonst wüsste ich jetzt nicht, dass man hier jetzt noch etwas machen könnte, beziehungsweise von den Einstellungen her. Ja, außer eben halt dann die Türen kann man jetzt separat öffnen. Hupe funktioniert, Licht geht, der Fahrer ist auch animiert. Was jetzt natürlich jetzt nicht schön ist, ist, dass jetzt hier die Instrumente jetzt nicht beleuchtet sind, aber dafür sind sie mit ein bisschen animiert. Dass wir dann hier auch dementsprechend was sehen können. Pedale können wir auch eben halt dann der Schaltknüppel. Das sieht man auch jetzt, wenn man sich hier den Fahrer anschaut.
eben animiert mit dabei. Sieht soweit eigentlich auch recht schon mal ganz gut aus. Ja, aber haut mal in die Kommentare, ob ihr so einen als, ja, eben weiter für euren Hof verwenden würdet. Oder ob dieses Fahrzeug sogar auch in das ein oder andere RP-Projekt sogar Einzug hätte. Haut es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Wir schauen uns mal kurz die Lok an. Ja, die Lok ist aktuell fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Einzelspiel bzw. im Singleplayer getestet. Wie es natürlich jetzt auf dem Daily-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch dieses Fahrzeug interessiert und dieser Mod, den findet ihr bei ModHub, gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. So wie, wenn euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.